Wasser ist das kostbarste Gut unseres Landes. Deshalb achtet das GreenTech-Unternehmen Salzburg AG ganz besonders darauf. In den vergangenen Monaten wurde rund 60 Meter oberhalb der Stadt Salzburg ein neuer Trinkwasserhochbehälter in Glasenbach errichtet. Er ersetzt den alten Hochbehälter Glasenbach aus dem Jahr 1932, der im Bereich der Ursulinen situiert ist. Ebenfalls ist auch eine alte UV-Desinfektionsanlage, die in der Vergangenheit in einem eigenen Gebäude drinnen war, hier mit neu integriert worden. Mit dieser Desinfektionsanlage kommt das Trinkwasser ohne Chemie in höchster Qualität bei den Salzburgerinnen und Salzburgern an. Das Wasser, das hier gespeichert wird, kommt aus der Glasenbach-Klamm, von der Quelle Kalter Brunnen der Salzburger AG. Diese Quelle hat rund eine Schüttung von 5 bis 6 Liter pro Sekunde und wird vorsorglich aufbereitet. Die Hochbehälter haben zwei wichtige Funktionen. Sie halten den Wasserdruck in den Leitungen konstant und decken Bedarfsspitzen in der Früh und am Abend ab. Das Wasser aus dem neuen Hochbehälter rinnt hauptsächlich in Glasenbach und Aigen aus den Leitungen. Der Hochbehälter hat zwei Wasserkammern mit einem Gesamtspeichervolumen von 150 Kubikmeter, sprich 150.000 Liter. Wenn man davon ausgeht, dass ein Einwohner in der Stadt Salzburg rund 120 Liter pro Tag benötigt, dann kann mit dieser Anlage über 1.000 Einwohner pro Tag versorgt werden. Bisher ist eine der beiden Speicherkammern bereits in Betrieb, die zweite wird noch gereinigt und dann in Kürze ebenfalls mit Wasser geflutet. Damit ist die Trinkwasserversorgung im Süden Salzburgs auch in den kommenden Jahrzehnten sichergestellt.